befinden uns in Stadt Forsten an der Udertstraße. Alarmiert worden sind wir zu einem Dachstuhlbrand. Als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen sind, haben sie einen Durchbruch des Dachstuhlbrandes festgestellt und demnach Einsatz mit der Drehleiter vorgenommen. Wir haben also als Erstkarton mit der Drehleiter Wasser auf die Einsatzstelle gegeben, um den größten Feuer zu löschen. Wir werden weiter über die Drehleiter das Dach abdecken und den Innenbrand weiter löschen über die Drehleiter. Wir werden so weiter jetzt arbeiten, wie jetzt ist. Wir werden nur über die Drehleiter arbeiten und alles andere ist im Moment nicht möglich. Wir sind mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort und mit 8 Fahrzeugen.